Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video. Und heute schauen wir uns den 21. April an, denn da ist der nächste kosmische Brummer unterwegs und wir haben dann die exakte Konjunktion zwischen Uranus und Jupiter im Zeichen Stier. Was das alles bedeutet, was das für dich bedeutet, was das auch für dein Umfeld bedeuten kann und unter welchen Vorzeichen sich diese beiden Schicksalsplaneten da jetzt auch treffen, das erfährst du in diesem Video. Also bleib gerne bis zum Ende dran. Ja, also Jupiter, Uranus treffen sich im Zeichen Stier. Uranus ist ja schon länger im Stier drinnen und transformiert ja schon ganz gewaltig unser Wertesystem. Also da ist ja ganz stark so dieser Umbruch schon drinnen. Wir haben diese Inflationsgeschehen gemerkt. Wir haben gemerkt, dass eben die Werte sich wandeln, also dass das eher luftiger wird. Von dem profanen Äußeren der Materie geht es immer mehr ins Inspirierende, nach oben, ins Luftige, ins Wissende, in die Vernetzung auch, so ein bisschen auf der geistigen Ebene, aber natürlich auch auf der Informationsebene. Und da merken wir natürlich schon lange diese Transformation. Und jetzt ist Jupiter drinnen, was Jupiter im Stier eigentlich so materielles Glück bedeuten könnte. Nur unter den Vorzeichen Uranus, der Wandler, und Jupiter ist der Vergrößerer auch. Also unter Jupiter-Phasen, wenn der nicht so gut steht, da legt man dann schon ganz gerne auch mal Gewicht zu. Und so ist auch Jupiter eine Vergrößerung. Der will natürlich optimieren, der will natürlich auch gut fügen, ja, also die gute Fügung fällt da zu Jupiter rein. Aber versucht doch mal, absoluten Wandel zu fügen oder eine absolute, eine Fügung zu erzeugen, wenn alles in Bewegung ist. Ich würde das Bild bemühen, also was mir so eingefallen ist, versuch mal, während die Wäsche in der Waschmaschine ist und die Trommel schleudert, die Wäsche zusammenzulegen. Oder so zusammenzulegen, dass sie dann in den Kasten passt. Das haut halt immer wieder zusammen. Also das ist schon eine sehr chaotische Energie und eine Energie, die jetzt rein von der astrologischen Symbolik her natürlich schneller gemacht wird. Die wird verschnellert, da rührt sich immer mehr. Und das haben wir alles im materiellsten Zeichen, in einem der gemütlichsten Zeichen, die wir haben, in einem der beharrlichsten Zeichen, die wir haben im Stierzeichen. Und diese Zusammenkunft hat auch gewisse andere Aspekte drinnen. Wir erinnern uns natürlich daran, dass der Pluto im Zeichen Wassermann steht. Und Pluto im Wassermann ist ja, habe ich schon öfter darüber gesprochen, Macht, Ohnmacht, Zwang zur Freiheit, dann die Freiheit, die natürlich eingeschränkt wird. Also das sind alles so Transformationsthemen, die jetzt in diesem Wassermannzeichen, in diesem Revolutionszeichen drinnen sind. Das ist eben auch so ein bisschen so diese absolute Dominanz. Und die mischt da auch noch einmal mit rein. Das heißt, das ist nochmal eigentlich eine Potenzierung dieses ganzen Wirbelwindes, der da jetzt durch den Sternenhimmel fegt. Ja. Und es ist natürlich ganz, ganz schwierig fürs Individuum sich da zu orientieren und natürlich auch für eine Gesellschaft sich da zu orientieren. Und warum das fürs Individuum schwierig ist, das sieht man alleine schon deshalb, weil Jupiter, Uranus da ein anderthalb Quadrat zum Mond hin machen. Und wo steht der Mond in diesem Horoskop vom 21.04. in der Waage? Ja. Und Mond in der Waage, da, der will Harmonie, der will Ausgleich, der will Frieden haben. Und dieser Wirbel drückt gegen diesen Wunsch, diesen Harmonie, gegen das Harmoniebedürfnis. Also jeder, der jetzt das Gefühl hat, er möchte Harmonie erzeugen, und da sind wir wieder beim Bild Waschmaschine, Wäsche zusammenlegen, während die Trommel schleudert, wird da ein Problem bekommen. Ja? Also das ist jetzt nicht die Zeit für Harmonie. Natürlich. Für inneren Frieden, innere Ausgeglichenheit sollte da gesorgt werden, aber es wird das Außen ein enormer Druck wird da auf dich gelegt, auch vom Außen her in diesem Horoskop. Und deshalb ist es natürlich eine gewisse schwierige Zeit.
Schwierig auch deshalb, weil sich da natürlich auch gute Chancen auftun können. Ja? Also Jupiter ist ja trotzdem ein Glücksbringer, bitte. Und Uranus will ja auch frischen Wind, der will ja was Neues. Und wenn sich zu viele Chancen auf einmal auftun, zu viel Neues auf einmal auftun, dann ist das natürlich auch auf dem Mond gesprochen, auf unserer Seelenebene, ein wahnsinniger Stress, weil wenn man dann oft nicht weiß, wo lege ich denn da jetzt bitte mein Packerl hin, wo, in welche Richtung soll ich mich denn da jetzt orientieren? Also das ist durchaus eine ganz, ganz spannende, angespannte Situation, die wir da haben. Was natürlich auch dabei ist, wenn man sich das so anschaut, es findet im Stier statt. Ja? Und wo ist denn die Herrscherin des Stiers? Das ist die Venus. Ja? Und die Venus, wo flaniert die Venus gerade rum am Sternenhimmel? Die ist mitten im Widderzeichen und hat sich dort mit dem Merkur auf ein Backerl gehaut. Das heißt, die Venus selber, und das ist jetzt in mitteleuropäischen Ländern, sitzt das so im sechsten Haus drinnen, das ist so Arbeitsalltagshaus, da geht es einfach auch darum zu sagen, okay, man möchte sich jetzt einmal klar ausdrücken, eventuell auch Streit ein bisschen vermeiden im Arbeitsumfeld, im Alltagsumfeld, aber man möchte sich auch klar ausdrücken und sagen, das ist mir wichtig, auch im Arbeitsumfeld. Und das macht da die Venus dazu. Also warum rede ich da jetzt von der Venus? Weil ja die Venus die Herrscherin auch vom Stier ist und auch von der Waage nebenbei bemerkt, aber vom Stier ist das eben so der Planet. Und die möchte sich jetzt einfach auch in ihrem Alltag klar ausdrücken und durchsetzen können. Und das mit der Jupiter-Uranus-Energie ist eine sehr, sehr gute Kombination. Bitte jetzt auch für dich persönlich Dinge in die Klärung zu bringen, eine neue Vision zu suchen oder auch Dinge positiv zu ändern, die vielleicht schon immer so eingefahren waren, wo du sagst, na, das passt mir jetzt nicht mehr, da möchte ich jetzt, das ist nicht mehr rund für mich, da möchte ich jetzt etwas anders haben. Also da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das jetzt einmal anzudenken, auch in deinem Arbeitsumfeld, wie gesagt, auch wenn du vielleicht eine Angst vor einem Konflikt hast oder Konflikte scheust oder glaubst, es ist ein Konflikt und andere nehmen es oft gar nicht so wahr, weil das merke ich bei Klienten, also die denken oft, mein Gott, die rauschen da in einen riesen Konflikt rein, aber in Wirklichkeit ist es kein Konflikt, sondern es ist eigentlich nur eine klare Ansage und da kann ein anderer ganz, ganz anders damit umgehen und ist womöglich gar nicht so gekränkt oder verletzt, wie man glaubt, dass man das womöglich macht. Also wie gesagt, wir haben da ganz interessante Vorzeichen jetzt auch von der Venus raus. Also die geht mehr in diesen Arbeitsalltagstrott rein, wo man sagt, veränder doch da was oder geh auch mal neue Projekte in deiner Arbeit an. Und da hast du einen guten, guten Wind dafür. Na? Ein schlechter Wind ist natürlich für alle da, die sagen, sie möchten bewahren, erhalten und etwas zusammenhalten. Also alle, die sagen, oh Gott, der Wandel gehört aufgehalten, irgendeine Wende gehört aufgehalten, die haben jetzt ganz schlechte Karten unter diesem Vorzeichen. Weil es einfach darum geht, dass da der Wandel eigentlich vergrößert wird. Mit dem Jupiter schon, mit dem leichten Versprechen rein, ja, es könnte besser werden, aber durch den Pluto auch im Wassermannzeichen kann das eben auch eine Gefahr sein, dass es nur augenscheinlich besser ist oder dass man einem falschen Propheten, einem Guru nachläuft, dass man verführt wird, auch von politischen Kräften, Mächten, dass man in die Irre geht. Und da einfach wirklich noch einmal der Aufruf, natürlich der Wandel passiert. Man kann jetzt, manches wird positiver, manches wird negativer, das wird sich immer wieder so die Waage halten, denke ich mal. Aber am Ende des Tages ist es ein wahnsinniges Karussell und es ist ein irrsinniges Tempo, mit dem sich da die Erde dreht. Und wenn du dich da überfordert fühlst von diesem Tempo, dann such dir bitte einfach gute Freundin, einen guten Freund, red da mal drüber oder red mit dir selber auch und sag, hey, mir wird da mal was zu viel, ich brauche jetzt mal eine Verschnaufpause. Weil das wird jetzt unter diesem Vorzeichen nicht leichter werden. Also es wird eher noch einmal schneller. Also das kann ziemlich herumwirbeln, die ganze Sache. Nur falls ich jetzt dann die Fragen kriege, ist das jetzt das ganz Negatives, ist das etwas Positives, wie ist das? Ich würde sagen, es schaut positiv aus. Es kann, naja, es schaut positiv aus durch Jupiter. Ich denke allerdings, dass es eben auch ins Negative die Übertreibung sein kann. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, ja, das ist jetzt alles glückselig und wunderbar.
Außerdem, was dazu kommt, ist ein Halbquadrat zwischen Saturn und Pluto. Das ist eben diese Gefangenschaft, dieses Feststecken der Energien. Und die stecken eigentlich so im Wassermann und Fische fest. Das heißt, im Fisch in deiner Wirklichkeit und dem, was sich wandeln soll, ja, wo Transformation kommen soll, wo was Neues kommen soll, sind noch Altlasten drinnen und die gehören einfach transformiert. Das können Familienmuster sein, familiensystemische Muster, das können gesellschaftliche Muster sein, Strukturen, die aufbrechen müssen. Das kann nicht mehr so weitergehen. Das ist diese Konstellation, die wir da drinnen haben mit Pluto und Saturn, ist die ägyptische Gefangenschaft. Das ist eine wahnsinnige Frustration, das Gefühl, ich stecke fest, es tut sich bei mir nichts. Also das ist eigentlich das Gegenteil. Manche werden zu viel Stress haben. Also vielleicht hast du mega viel Stress, vielleicht hast du doch das Glück, das Gefühl, nicht das Glück, das Gefühl, wahnsinnig festzustecken und es geht gar nichts weiter. Und das ist dann eine ganz, ganz hohe Frustration und ganz, ganz hoher Leidensdruck, der sich da entwickelt. Und da geht es eigentlich auch darum, zu suchen, und das ist jetzt gut, dass da der Mars ein bisschen mit dem Neptun da verbandelt ist. Ja, der Mars liebäugelt gerade mit Neptun im Fischezeichen. Also der dumpelt eben so in der inneren Wirklichkeit herum. Und da geht es darum, dann auch, um aus diesem Leidensdruck auszusteigen, ich stecke fest, ist einfach, erforsche deine Wirklichkeit. Was ist für dich wahr? Und geh nach innen. Versuch dann nicht nach außen zu gehen und zu sagen, ich lege da jetzt immer meine Schachfiguren neu aus und das wäre doch einfach alles so einfach oder so simpel, nur funktioniert nichts. Oder ich sehe eben so viele Möglichkeiten und komme nirgends hin. Dann geh bitte nach innen. Wenn du nicht nach außen gehen kannst, geh nach innen, ganz klar. Wenn du nichts zu produzieren hast, wenn du nichts zu mitzuteilen hast, nichts zu tun hast, was nach raus geht, dann geh in dich und räum innen auf. Aufforderung eben ganz klar, Ahnenthemen. Ja. Erbschaftsthemen kann man da ganz gut klären. Das, was unter den Tisch gekehrt wurde bei Erbschaftsthemen, kann man da ganz gut bearbeiten. Also da sind durchaus ein paar so Themen drinnen, die man sich gut anschauen kann. Auf jeden Fall wird die Materie, werden unsere Werte wahnsinnig durchgewirbelt. Und jeder, der jetzt eine Stiersonne hat und der jetzt jetzt auch dann so Geburtstag hat, wie soll man denn sagen, also Anfang Stiere, so der ersten Dekade, die da Geburtstag haben, die haben jetzt doch so ein Pluto-Quadrat drauf auf der Sonne, also da ist noch einmal doppelte Transformation da. Also du wirst merken, es gibt einfach Wandlung und es ist diese Konstellation Jupiter-Uranus einfach nochmal eine Beschleunigung von gewissen Themen. Also wenn du das Gefühl hast, die Zeit läuft jetzt noch schneller ab, dann drückt dich dein Gefühl nicht, sozusagen. Ja, was bleibt zu tun, wenn alle wahnsinnig werden? Bleib bitte gesund und werde nicht selber wahnsinnig. Und nimm den Wahnsinn der anderen nicht zur Grundlage deines eigenen Wahnsinns und sag, na, wenn alle blöd sind, werde ich es auch. Oder wenn alle durchdrehen, drehe ich auch durch. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn alle völlig panisch sind und völlig am Durchdrehen, dann werde die ruhigste Person. Bleib klar, bleib nüchtern, bleib in deiner Energie. Und dann kannst du diese Uranus-Jupiter-Konstellation im Stier, denke ich, auch ganz gut für dich nutzen. Es spielt sich ja im Westlichen auch noch einmal so fast an der Spitze vom achten Haus ab. Also noch einmal Spitze, Erbschaft ist das, Partnerschaft, ja, Ehe, kann das sein, dass da durchgewirbelt wird, neue Ehen entstehen, alte Ehen zerbrechen, dass da ganz viel in Bewegung ist, auch dauerhafte Partnerschaften, da ist Bewegung drinnen. Also da ist durchaus eine interessante Dynamik am Sternenhimmel zu verzeichnen, die uns jetzt natürlich auch eine Zeit lang begleiten wird. Aber wie immer, es geht weiter und ja, und wenn es schlimm ist, Gott sei Dank, im schnellen Vorlauf, und wenn es gut ist, ja, die gute Zeit vergeht immer viel zu schnell. Also, in diesem Sinne,
wünsche ich dir alles, alles Gute, eine gute Zeit. Acht mal drauf, was am 21. April rum, was du da spürst, ja, wo sich das abspielt bei dir im Horoskop. Und wenn du dir da nicht sicher bist, können wir natürlich persönlich auch in einem Termin nachschauen. Kannst dir gerne vereinbaren. Und sonst wünsche ich dir alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal, dein Oliver Jareni. Tschüss.